Hallo liebe Gemeinde, hallo liebe Zuschauer, ich bin Johanna Neudorf und heiße euch ganz herzlich willkommen zu einem weiteren Interview hier bei uns in der Mennonitischen Brüdergemeinde in Neuwied. Heute habe ich Nathalie Schröder bei uns eingeladen und ich freue mich schon, was du uns über dein Projekt erzählen wirst. Kannst du vielleicht einmal für alle, die dich heute zum ersten Mal sehen, kurz sagen, was zu deiner Person und welches Projekt du uns heute vorstellen willst? Genau, also vielen Dank erstmal für die Einladung. Ich freue mich wirklich, dass wir hier als Zion sein dürfen und auch darüber erzählen können. Und ja, ich bin die Nathalie Schröder, bin 29 Jahre alt, bin verheiratet, habe zwei Kinder und genau, bin heute hier, um einfach von diesem Projekt zu erzählen, was mir sehr, sehr auf dem Herzen liegt. Zion ist ein gemeinnütziger Verein. Wir haben ihn gegründet aus dem Grund, dass wir einen Begegnungsort hier in Neuwied schaffen wollten und lange überlegt, okay, wie soll dieser Ort aussehen, wo soll er sein und genau, und irgendwann sind die Gedanken einfach so weit gegangen oder die Pläne, dass es ein Café werden soll. Und genau, und über dieses Café, über Zion möchte ich euch heute erzählen. Ja, wie ist es denn zu diesem Namen überhaupt gekommen, zu Zion? Und was habt ihr für Träume für Zion? Ja, also der Name bedeutet da, wo Gott wohnt. Unter anderem Zion hat einige Bedeutungen, wenn wir in die Bibel schauen. Für uns war das einfach, also dieser Name ist entstanden nicht aus unserem Herzen, sondern aus die Mitarbeiter aus dem Team haben diesen Namen bekommen und für uns war das so, wow, das ist der Name. Er sagt genau alles aus, was wir uns gewünscht haben, wenn Leute uns gefragt haben, ja, wenn ihr so ein christliches Café eröffnet, wie soll es dann aussehen? Sollen da überall Bibelverse an den Wänden hängen, eine Bibel auf dem Tisch liegen? Und wir haben immer gesagt, wir möchten, dass Gott dort wohnt und dass die Menschen, wenn sie dort reinkommen, diese Atmosphäre Gottes erleben. Und dieser Name drückt das aus. Genau. Dass sie das spüren, dass Gott genau, da ist. Genau, dass die Menschen reinkommen und dass sie das spüren. Und ja. Und ihr habt da keine negativen Reaktionen zu diesem Namen bekommen, oder? Also wir haben es genau andersrum erlebt. Wir haben das sehr, sehr positiv erlebt. Und wir hatten sogar ein Beispiel gehabt, wo wir vorher von Menschen gehört haben, hey, passt auf, Neuwied, so viele Muslime und Zion ist doch sehr jüdisch und es könnte auch mit Zionismus irgendwie vielleicht in Verbindung gebracht werden. Und wir hatten ein richtig tolles Erlebnis gehabt, wo eine Dame reingekommen ist in unseren Pop-Up-Store und sie war total verschleiert und hat sich aufs Sofa hingesetzt, ich habe ihr einen Kaffee gemacht und sie hat dann gemeint, ja, mein Sohn, der hat hier einen Dönerladen in Neuwied und ja, gib mir doch mal die so Flyer mit, ich stelle es dann bei uns aus. Und tatsächlich bin ich dann zwei Wochen später dahin und wollte mir eine Pizza holen und dann standen unsere Zion-Flyer bei denen auf der Theke, wo die Frauen dahinter einfach verschleiert sind und ja, da entstehen einfach Freundschaften. Wir erklären das, was Zion für uns bedeutet. Eine Frage kam auch auf von den Leuten, habt ihr was mit Zionismus zu tun? Und ich denke, das ist einfach so eine Sache, wo wir erzählen können, wo wir aus dem Namen heraus immer wieder dazu kommen, zu erzählen, wer wir sind. Weil ganz viele kamen auch im Pop-Up-Store rein und haben einfach gefragt, ja, was bedeutet denn Zion? Hat das nicht was mit der Bibel zu tun? Und da haben wir sofort einen Aufhänger gehabt und konnten darüber erzählen. Da wurde direkt schon das Gespräch eröffnet. Genau, schön. Ganz ja, oft. Du hast ein paar Mal einen Pop-Up-Store erwähnt. Erzähl doch mal, was habt ihr da jetzt in diesen Monaten, in denen ihr schon in der Mittelstraße geöffnet wart, mit Gott erlebt? Was wurde denn da gemacht? Was ist da passiert? Ja, die Idee für einen Pop-Up-Store ist eigentlich dadurch entstanden, dass wir haben uns als Team gebildet, hatten ganz, ganz viele Ideen, wie gehen wir weiter, wie können wir Zion an die Menschen heranbringen und so ist die Idee entstanden, eigenes Modelabel rauszubringen. Dann hat Gott uns zusammen in Verbindung mit Love Your Neighbor gebracht, sodass der David uns dann wirklich sehr schnell und sehr gut geholfen hat.
dann hatten wir die Verbindung zu unseren Kaffeebauern, zu unserem Röster. Und so hatten wir unseren eigenen Kaffee, den wir jetzt auch verkaufen und später auch im Kaffee brühen möchten. Mhm. Und ja, und dann hatten wir die Produkte da und irgendwie das Ladenlokal, was wir unbedingt haben wollten. Und da haben wir einfach den Gedanken gehabt, hey, wie wäre es denn, wenn wir einfach schon mal mit einem Pop-Up-Store anfangen, also das heißt, so für eine kurze Zeit hochploppt und dann für die Umbauphase das fürs Café wieder verschwindet. Und genauso kam es dann. Wir waren 3 Monate in diesem Ladenlokal drin, mhm. haben schon mal den Leuten in der Wied gezeigt, hey, hier sind wir, hier ist Zion, hier kommt was. Mhm. Und ja, und genau jetzt haben wir wieder geschlossen. Durch die Corona-Krise mussten wir auch 2 Wochen vorher schließen, aber wie gesagt, Ende März wollten wir das sowieso tun und deswegen, Gott hat da schon alles sehr gut vorbereitet. Kannst du uns mal kurz erzählen, was ihr da so erlebt habt mit Leuten, die da in den Pop-Up-Store gekommen sind? Ja, also wir hatten sehr viele, sehr schöne Begegnungen. In diesen 3 Monaten bekamen wir schon unsere ersten Stammgäste, die wirklich jeden Tag vorbeigekommen sind, um ihren Cappuccino zu trinken. Und eine Besonderheit, die wir auch erlebt haben, ist einfach, dass Gott uns bestätigt hat, das, was wir in der Vision aufgeschrieben haben. Und zwar ist unsere Vision einfach, die Menschen, die in der Randgesellschaft, in unserer Gesellschaft leben, also die am Rand stehen, zum Beispiel Inhaftierte oder Menschen mit sozial schwachem Hintergrund, auch vielleicht Ex-Prostituierte, also so die Menschen, die eigentlich schwer haben, einen Job zu bekommen, da haben wir in die Vision reingeschrieben, wir möchten diesen Menschen einen Job bei uns im Café geben und sie in die Arbeitswelt mit rein integrieren. Und so war es, dass wir am 3. Tag nach der Eröffnung kamen 2 junge Herren rein und ich habe sofort gesehen, das sind irgendwelche krasse Typen und sie kamen auf mich zu und meinten so, hey, wer seid ihr, was macht ihr hier? Und ja, sag ich, ja, wollt ihr einen Kaffee? Ja, was kostet das denn? Ja, ist kostenfrei. Okay, und wer seid ihr? Und da habe ich einfach gemerkt, ich muss locker bleiben und die haben sich hingesetzt, ich habe denen einen Kaffee an den Tisch gebracht und habe einfach gefragt, hey Jungs, woher kommt ihr? Wer seid ihr? Und sie meinten, wir kommen aus der Haft, wir haben gerade jetzt 8 Stunden Ausgang und haben mir dann versucht zu erklären, welche Verbrechen sie getan haben und aus welchem Paragraph. Und ich meinte nur so, ich kenne mich damit nicht aus, aber ist okay. Und ja, wir hatten seitdem 4-mal mit denen uns schon getroffen und zusammen gebetet. Wir hatten 1 Stunde lang mit denen Gemeinschaft gehabt, wo wir einfach über Gott geredet haben. Genau, und das sind solche Momente, wo wir dann einfach gesagt haben, genau für so etwas lohnt es sich. Und auch einfach Menschen aus der Stadt kamen rein und fingen an zu weinen, einfach so aus nichts. Und wir haben gefragt, ist alles in Ordnung? Und die haben einfach nur hochgeschaut und gesagt, was ist das hier für eine Atmosphäre? Ja, also viele tolle Begegnungen in 3 Monaten. Wow, das ist toll. Da sind wir gespannt, ja, auf was noch alles passieren wird. Und jetzt, wie geht's jetzt weiter? Jetzt wird gebaut und ihr seid dabei, das Café vorzubereiten. Gibt es da auch irgendwas, wo unsere Zuschauer mithelfen können? Wie kann man euch unterstützen? Genau, also so ein Café aufzubauen, ich glaube, das weiß jeder, ist sehr, sehr viel Arbeit in unterschiedlichsten Bereichen. Dadurch, dass wir nicht diese, sag ich jetzt mal, großen Finanzen haben, müssen wir kreativ sein und überlegen, wo können wir Gelder einsparen. Und da geht zum Beispiel los, dass wir gebrauchte Möbel einkaufen und sie dann aufarbeiten, Umbaumaßnahmen wie Wände streichen und so weiter und so fort. Wir brauchen Mitarbeiter im Service. Da kann man auf jeden Fall auf uns zukommen. Da bauen wir momentan jetzt schon das Team auf. Mhm. Wir brauchen unbedingt Gebet. Also Gebet ist für uns einfach so, ja, das, was uns trägt, das, wo wir weitermachen können. Und ja, also da sind viele Bereiche und ich denke einfach, wenn jemand ein Herz für dieses Projekt hat, darf er gerne auf uns zukommen und wir werden auf jeden Fall etwas finden, wo die Person uns helfen kann. Natürlich sind auch die Finanzen eine Frage, ne, dadurch, dass wir einfach größtenteils von Spenden das Ganze organisieren und machen,
sind wir natürlich auch darauf angewiesen. Aber da wissen wir, Gott versorgt uns. Mhm. Wenn unsere Zuschauer sich jetzt interessieren und mehr Informationen haben wollen, wie können sie euch dann erreichen? Wie kann man euch kontaktieren? Und kannst du uns vielleicht auch ein paar konkrete Gebetsanliegen geben, wie wir für euch weiter beten können? Ja, also uns erreicht man am besten momentan tatsächlich auf Instagram oder Facebook. Da zeigen wir auch immer wieder Fotos, wie weit wir sind, was gerade jetzt gemacht wird. Genau, über unsere E-Mail-Adresse, die kann man vielleicht dann einfach hier im Video verlinken. Und ja, ansonsten einfach persönlich, genau, einfach anschreiben. Aktuelle Gebetsanliegen sind auf jeden Fall, wir haben jetzt die ganzen Unterlagen eingereicht bei der Stadt und dass da einfach alles zügig vorangeht, auch gerade jetzt in der Corona-Zeit, wo viele im Homeoffice sind, dass da doch, dass Gott die Türen öffnet und wir schnell und gut vorankommen, sodass die Eröffnung schnell stattfinden kann. Ja. Schön. Nathalie, ich bin so froh, dass du hier warst und uns etwas von Zion erzählt hast. Und ich wünsche einfach, dass es gut weitergeht und dass ihr bald eröffnen könnt. Da sind wir alle gespannt, auch auf das Eröffnungsdatum. Und würde einfach gerne noch für dich und für euer Projekt auch beten wollen. Und hoffe, dass viele Zuschauer sich dann auch bei euch melden mit irgendeiner Unterstützung. Ich hoffe, dass ihr euch erst auch ermutigt fühlt, mitzumachen. Irgendeine Unterstützung, etwas, was euch auf dem Herzen liegt. Und beten wir jetzt noch zusammen für Zion. Vater, ich danke dir so sehr, dass du es Nathalie aufs Herz gelegt hast, dieses Projekt, einen Ort zu schaffen, wo du wohnst, wo Menschen auch spüren, dass du da bist. Und du hast es ihnen schon gezeigt, du hast schon Menschen gebracht, die dich da so krass erlebt haben. Und wir möchten dich jetzt einfach bitten für Kraft und Weisheit und auch Kreativität und einfach für deine Führung, für alle weiteren Schritte. Wir bitten dich, dass du die nötigen Finanzen herstellst. Wir bitten dich, dass diese Genehmigungen alle zusammenkommen, dass auch Leute mitarbeiten und dass alles einfach zusammenkommt und dass du diesen Ort wirklich zu einem Ort machst, wo Menschen spüren, dass du da bist, in der Mitte von Neuwied her. Danke für Zion und danke für Nathalie. Segne du sie und ihre Familie und ihre Mitarbeiter und zeig dich ihnen und stell du dich zu diesem Projekt her. Wir danken dir dafür und danken dir, dass du da bist. Amen. Amen. Vielen Dank. Ja, gerne. Danke dir.